Als ich die Anfrage dafür bekommen habe, war ich erstmal so, ja, okay, das wird wahrscheinlich so eine kleine Rolle sein und so. Und dann sagt er einfach so zu mir, ja, du sprichst Michelangelo. Ja, aber manchmal denke ich mir schon so, oh, Jerome, jetzt reiß dich mal zusammen, wenn man so 2-3 Mal was wiederholen muss. Da denkt man sich schon so, die haben jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit. Ich komme auf dich zu. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Jerome. Nein, Jerome. Wir haben unser mobiles Studio hier in Schleswig-Holstein in Büsum aufgeschlagen. Das ist 100 Kilometer nordwestlich von Hamburg und haben in dieser Woche die Möglichkeit, mit sehr viel interessanten Persönlichkeiten zu sprechen. Und jetzt am Start, Jerome Weinert. Welcome, man. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Mega cool. Du bist auch eine total spannende Person. Also ich habe mich ja im Vorfeld auch mit dir beschäftigt. Ich habe deine TikToks angeschaut. Erstmal bist du mörderunterhaltsam. Also ich folge dir total gerne. Und gleichzeitig hast du ja auch so viele verschiedene Facetten. Du bist Schauspieler. Du moderierst einen TikTok-Kanal, der heißt Dixterpop. Also du bist auch richtig tief, deep drin im Musikbusiness. Hast auch viel Ahnung davon. Werden wir auch noch drüber sprechen, welche Dame da dein Favorite ist in dieser Musik-Pop-Welt. Und als erste Frage wollen wir aber mit dir drüber sprechen, über deine Synchronrollen, die du synchronisierst. Ja. Denn das machst du ja tatsächlich für große Filme. Unter anderem, und da war Tobi sofort angefixt und ich auch, weil das ist auch meine Zeit, die Ninja Turtles. Ich liebe es einfach. Also ich bin ja ein bisschen älter als du, Jerome. Ich bin 37 Jahre, ich bin ein Mensch, ich bin groß geworden mit Actionfiguren. Da waren natürlich die Ninja Turtles, die es damals schon gab, für mich riesengroß. Mein Lieblingsturtle persönlich, es ist ja Donatello, Michelangelo, Raphael und Donatello habe ich schon gesagt? Michelangelo, Raphael und Leonardo. 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 Also mein Lieblingsturtle war der rote. Du sprichst in dem Fall in der aktuellen Serie Michelangelo. Das ist der mit dem orangenen Band. Genau. Wie ist es für dich? Erzähl mal. Hast du einen Bezug zu den Turtles? Also ich glaube, jeder kennt die Ninja Turtles. Und als ich die Anfrage dafür bekommen habe, war ich erstmal so, ja, okay, das wird wahrscheinlich so eine kleine Rolle sein und so. Und dann sagt er einfach so zu mir, ja, du sprichst Michelangelo. Und ich hatte wirklich so Gänsehaut, weil ich so war, ich spreche jetzt einfach Ninja Turtle. So, ich habe ja auch Brüder, auch große Brüder. Und die sind alle ausgeflippt, als ich denen erzählt habe, dass ich Michelangelo jetzt spreche. Kannst du mal ganz kurz Michelangelo nachmachen? Also sagen wir so, ich bin jetzt der Bösewicht. Ich bin jetzt Shredder. Ich weiß noch, wie der heißt. Das ist dieser Mann mit dem Blechhelm und mit diesem lila Umhang. Und ich stehe jetzt vor dir mit meiner Waffe und sag: Michelangelo, ich werde dir das Fürchten lehren. Wir werden euch verfolgen und wir werden euch Turtles ausrotten. Was würdest du als Michelangelo sagen? Oh, Michelangelo, oh Gott. Michelangelo ist ein bisschen verspielt, da hätte er so gesagt, ich glaube eher nicht. Warte ab, was mit dir... Oh, ja, warte ab, was mit dir... Jetzt habe ich richtig... also ja, ich würde eher so sagen, ich glaube eher nicht. Warte ab, was wir mit dir machen. Und dann Ninja Turtles, let's go! Ihr habt alle so viele Talente. Und das macht es natürlich auch aus, weil das natürlich auch das so unterhaltsam macht auf euren TikTok oder auf euren Instagram-Kanälen, weil ihr so viele verschiedene Sachen präsentieren könnt. Und du bist ja Synchronsprecher. Wir haben gerade schon gesagt, du sprichst den Michelangelo bei den Ninja Turtles in dem neuen Film. Und vielleicht können wir mal kurz erzählen, wie ist denn das eigentlich? Weil ich glaube, wenn man das noch nie mitbekommen hat, da mal dabei war, wie muss man sich denn das vorstellen? Stellen, wenn man so eine Rolle spricht? Wochenlang vorher den Film 1000-mal runter raufschauen oder wie ist das? Also jetzt bei Ninja Turtles war es so, ich dachte eigentlich auch, dass ich mehr Vorbereitung kriege, weil es ja so ein Riesenfilm ist. Aber ich bin da ins Studio gekommen, da waren tatsächlich auch 2-3 Leute von der Produktion, also vom Kunden und das ist sonst nicht so der Fall. Und ja, dann habe ich einfach den Film gesprochen, also ich habe gar nichts gesehen. Oh. Aber Jerome, ich war da mal dabei bei so einem Prozess im Synchronstudio. Also es ist ja wirklich auf begrenztem Raum, keine Fenster. Zack, bumm, du hast ein Mic vor dir, du hast einen Bildschirm vor dir, dann wird runtergezählt, du hast einen Regisseur, der zuschaut. Wie gehst du mit dem Pressure um? Es ist schon relativ auch zack, zack, zack das Geschäft, ne? Es ist auf jeden Fall zack, 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 aber da ich als Kind ja auch schon Musical gemacht habe und so, habe ich nicht so viel Druck. Also, okay. Eigentlich du gewohnt. Kannst damit gut umgehen, ne? Ja, aber manchmal denke ich mir schon so, oh Jerome, jetzt reiß dich mal zusammen, wenn man so 2-3 Mal was wiederholen muss. Da denkt man sich schon so, die haben jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit, also los. Ja, aber wie ist das? Ist es tatsächlich, du siehst den Film und die Szene, die du sprichst, da das erste Mal? Ja, also du siehst so 5 Sekunden und dann sprichst du da deinen Satz. Und hast da deinen Text und weißt, so und jetzt muss ich aber genauso spielen, als wäre ich Michelangelo. Ja. Da muss man sich ja auch ein bisschen einfühlen. Ja, also manchmal kriegst du auch so einen 3-4 Minuten Trailer, aber es gibt auch Filme, wo man den ganzen Film sehen darf vorher.
Und mit Michelangelo spielst du ja einen relativ lustigen Turtle. Ich will meinen, er ist der lässigste von den Turtles. Das ist der mit dem orangenen Band und ich kenne mich mit den Turtles aus. Coole Socke. Du bist aber halt nicht nur irgendwie lustig, fluffig, knuffig unterwegs, sondern sprichst zum Beispiel auch Rollen wie Chucky, die Mörderpuppe. Na, wie viele Staffeln hast du da jetzt mitgesprochen? Jetzt haben wir die dritte gesprochen. Das heißt, du hast 3 Staffeln Horrorserie synchronisiert und musst da ja auch wirklich intensivst dich mit diesen Horrorszenen auseinandersetzen. Also ich kann Horrorfilme gar nicht schauen. Da schaue ich 5 Minuten und dann verfolgt mich das 5 Wochen. Ich kann nicht mehr schlafen. Durch jedes dunkle Fenster sehe ich irgendein Gesicht und ich bin so völlig paranoid. Ey, und Chucky, die Mörderpuppe, ist auch wirklich ein fieses kleines Miststück. Ja. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ja. Also diese kleine Puppe schlitzt ja Menschen auf und was weiß ich nicht alles. Also, Triggerwarnung in diesem Moment. Jerome, ist das für dich? Hast du dann Albträume? Ach, ich muss sagen, meine erste große Rolle war auch ein Horrorfilm und danach habe ich auch bei Halloween mitgesprochen und so. Deswegen, ich habe angefangen nur mit Horrorfilmen. Geil. Und dann Chucky jetzt und ich muss sagen, es macht gar nichts mit mir. Ich liebe Horrorfilme, ich finde es geil. Das Einzige, was mich triggert, ist dann meine Stimme, nachdem ich die ganze Zeit 4 Stunden im Studio geschrien habe. Okay, das Jerome, hast du auch schon mal, wenn du sagst, du sprichst viele Horrorfilme, hast schon viele gesprochen, du liebst Horrorfilme, bist du selbst in einem Horrorfilm schon mal umgekommen? Bei Halloween. Bei Halloween, also von Michael Myers mit der weißen Maske, hat er dich irgendwie erwischt? Ich wurde einfach im Auto tot gefunden. Oh. Ja. Kannst du uns mal kurz so eine Kostprobe geben, wenn du, wie du klingst, wenn du umkommst in einem Horrorfilm? Also ich bin jetzt Michael Myers. Ich komme auf dich zu. Oh nein, Hilfe! Jerome! Nein! Jetzt haben wir gerade schon ganz viel drüber gesprochen, dass du für die Ninja Turtles, den Michelangelo, gesprochen hast. Und da hast du einen zentralen Satz gehabt und den hätten wir gern nochmal. Als dir, Michelangelo, bitte? Ja, also da reden alle darüber, dass sie die Menschen nicht mögen. Und ich habe gesagt, also ich finde die Menschen ziemlich cool. Zum Beispiel Beyoncé. Ja! Und natürlich haben wir uns auf Beyoncé gleich gestürzt und dann hast du uns erzählt, du bist großer Beyoncé-Fan. Und du warst auch, sie war ja bei uns in Deutschland auf Tour, du warst auf dem Konzert, du hattest das Privileg, du hast Tickets bekommen. Wie kam's? Hast du da irgendwie deine Connections als Synchronsprecher genutzt? Und wie teuer war's? Ja, also einer meiner besten Freunde ist der größte Beyoncé-Fan. Der hat jetzt auch zum neuen Album eine riesen Motto-Party geschmissen. Dominik, Grüße gehen raus. Und der hat die Tickets geklärt, tatsächlich. Geil, aber musstest du was zahlen? Ich musste was zahlen und jetzt bitte festhalten, 500 Euro. Was? Scheiße. Hey, darf ich fragen, sie war ja auf Deutschlandtour, wo hast du sie gesehen live? In Hamburg. In Hamburg. Hat's dir gut gefallen? Es war unfassbar, also das war das krasseste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Ja. Okay, krass. Ey, schön, dass du da warst. War mega schön. Danke, hat's richtig cool. Folgt diesem jungen Mann, er ist einfach großartig, super sympathisch und wahnsinnig unterhaltsam. Danke, danke. TikTok, Instagram, Jerome Weinert, ihr Lieben. Yeah.